Ey, das ist eine Competition. Das sehe ich ja als Witz. M3 in der Competition Drecks Edition. Diesmal kein Fake. Ja, Mann, endlich. Ja, ja, ja. Boah, ich habe ein bisschen Competition-Kacke an meiner Hand. Luft einlass. Das Auto sieht mau zum Anbeißen aus. Guck mal, der geht zu. Das Schlüssel habe ich hier einstecken. Wenn ich hingehe, geht der auf. Das ist krass. Das kann mein Drecksfender nicht. Junge, kompletter Fehlkauf mal wieder. So, jetzt wieder zumachen. Und dann vom Auto wegbewegen. Abra, ka after. Das Auto geht wieder zu. Guckt euch mal dieses Heck an. Dieser Arsch. Fuck. Was hat BMW da gemacht? Die haben ein Meisterwerk erschaffen, wirklich. Ey, irgendwie habe ich gar keinen Bock, mich reinzusetzen in dieses Auto. Doch, habe ich. Aber ich will das erstmal so von außen ein bisschen. Ey, könnt ihr mal ein bisschen leiser sein? Stellst du hier ein Competition Drecks Edition? So, kommen wir wieder zurück. Hier die Felge. Boah, ich muss kurz mal dran lecken, wirklich. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wer feiert dieses Auto nicht? Einfach mal eine 2 reinklatschen. Einfach mal eine 2. Und alle, die das Auto reinfeiern, Bro, ich feiere gleich in meinen Kopf rein. Alle, die das Auto feiern, eine 3 in die Kommis. Ey, welcher Husson schreibt da eine 2 rein? Das wird doch keiner machen. Bro, das Auto ist perfekt. Man könnte es vielleicht noch ein bisschen tiefer legen. Breitere Schlappen drauf, Junge. Noch breitere. Wie soll denn das gehen, Alter? Noch breitere. Guck mal, jetzt geht's wieder auf. Ich hab nichts gemacht. Nix. Seht ihr nichts gemacht? Warte mal, wir machen mal kurz die Motorhaube auf. Da habe ich noch nicht reingeschaut. 1-2 bei BMW. Bam, Chabo kennt sich aus nach 87 Jahren YouTube. Wow, auch das hier. Wow. No, how, no, no. Und auf mit der Kiste. Das ist ein Motor, der ziemlich groß ist. Brachialer Motor, der hier nochmal geschützt ist, damit der nicht rausfliegt, wenn man hier eine Vollbremsung reinklatscht. Wo ist denn Wischwasser? Das ist hier viel wichtiger als der Drecksmotor. Hier! Wischwasser! Hey! Open! Hallo, Wischwasser! What? Oh, ich hab Wischwasser geschluckt. Wisst ihr, was krass ist? Der Motor hat ja 510 PS. Ja, und dieser Motor ist so stark, dass man, wenn man wirklich auf die Tube drückt, was wir auch machen werden, dass man dann halt nur 300 Kilometer weit kommt. Das ist hart. Das ist eine harte Ansage, wirklich. Also 300 Kilometer, Bro, das ist kein Alltagsauto. Das ist kein Alltagsauto, aber für manche schon, weil manche sind ja Milliardäre. Und ich zähle nicht dazu. Deswegen, Klappe zu und nochmal von außen anschauen. Den Dreck. Boah, hier das Licht. Ey, ich muss jedes Mal die GoPro in die Hand nehmen, um euch das zu zeigen. Ja, guckt euch das mal an, Alter. Einfach Licht. Licht am Türgriff. Schiff-Komfort-Modus. Warte, ich mach den Sport Plus rein. Wisst ihr, was richtig krank ist? Das sieht man jetzt nicht. Ich bin ja vorhin losgefahren, da war es noch dunkel, dass die Dinger hier leuchten. Diese M3-Embleme hier. Die leuchten. Oh, Junge, wie krank. Ach, der Innenraum. Alles Leder. Oh, Junge. Wow. Einfach. Soll ich mich mal hinten reinsetzen? Ganz schnell, komm, ganz schnell, bevor wir losfahren. Ich weiß, ihr wollt alle, dass ich losfahre. Aber ihr kennt mich ja. Ich kann hier gar nicht rein. Ey. Hier ist auch wenig Platz. Wow. Der Sitz ist aber auch ganz schön weit hinten. Aber es sitzt sich echt gut. Bequem. Nice, gefällt mir. Auch hier diese Leiste, die rot leuchtet, jetzt blau. Ah, krass, wenn man die Tür aufmacht, rot. Vielleicht blinkt das sogar, wenn ein Fahrradfahrer kommt oder so, keine Ahnung. Also hier ist Technik drin, die gibt es nicht mal in einer Raumstation. Was soll ich euch sagen? Hier, guck mal hier. Wow! Ja, das ist eine Naht. Ja, ich sehe es doch. Ich sehe es doch. Meine Augen täuschen mich nicht. Meine professionellen Augen täuschen mich nicht. Das ist eine Naht mit den M-Farben. Traum! Hat der Allrad? Ich glaube, im Internet gelesen zu haben, dass es den M3 mittlerweile sogar als Allrad gibt. Wir bleiben mal im Sport-Plus-Modus. Das werden wir jetzt testen. Boah, das Lenkrad. Das lädt schon ein zum Rennen fahren. Nordschleife wäre schon nicht schlecht. Nordschleife und Leitplanke wieder küssen. Restreichweite 428 Kilometer. Das bedeutet, bei unserer Fahrweise schaffen wir nur 30 Kilometer. Okay, ich fahr los, Leute. Ich gehe direkt hier in DS. Das heißt, ich kann schalten. Ja, ich kann manuell schalten. Perfekt. So. Ach du Scheiße. Ich bin gediegen hierher gefahren. Das muss man dazu sagen. Komfortmodus, das Gaspedal nur angetippt, damit ich hier mich nicht spoiler. Ich will das im Video alles genießen und euch die Real-Life-Reaktion zeigen. Okay. Ja, der hat Leistung. Der hat geisteskranke Leistung. Baustelle, nix gut. Jetzt muss ich doch noch in den Rückwärtsgang, Junge. Mit dem Ding rückwärts fahren. Ui! 3D-Ansicht hat er auch. Yo! Hör doch auf! Ui! Ich tue so, als ob ich das noch nie gesehen hätte. Was ist das? Waschanlage? Das Auto kann sich selber waschen. Yo! So, Sport-Plus-Modus. Ja, wir sind im Sport-Plus-Modus.
Aber kann man hier noch was umstellen? Warte mal, M-Mode. Und dann hier mit dem Rädchen auf Track. Track ist nicht so gut. Track habe ich Angst. Track wird uns hicken. Da fliegen wir weg. Sportmodus reicht. So, Vollgas. Die Leistung. Schalten, schalten. Junge, Chabo, Chabo. Alter. Bin ich das, der so stinkt? Oh ja, das ist ein Angstschweiß. Ja, Angstschweiß. Da Head-Up-Display sehe ich ja erst jetzt. Warte, wir müssen hier nach links aufpassen, nicht, dass uns die Bahn hier erwischt. Habe ich Vorfahrt? Ah, nee, der hat Vorfahrt. Junge, wieder alles vergessen. Fahrschule ist schon so lange her. Viel zu viel Leistung. Wir sind jetzt hier auf der deutschen schönen Autobahn. Da vorne irgendwo ist dann unbegrenzt. Und ich tucker hier im 7. Gang mit 60 km/h durch die Gegend. Geht lockig flockig, also man kann mit diesem Monstrum auch ganz normal fahren und es fühlt sich auch ganz normal an, also Verbrauch liegt trotzdem bei 85 Litern. Boah, die Tankanzeige mit einem Strich fast schon weg. Bro, ich bin gar nicht gefahren, ich habe das Auto nur angeschaut. Warten das hier, warten hier los! Da will man einmal ein M3 fahren hier auf der Autobahn und kommt nicht voran. Ey, hör doch auf, das kannst du keinem erzählen. M3 Competition und dann Stau. Da ist das unbegrenzte Zeichen. Oh, ich sehe es schon. Oh. Wieso hab ich so Pech? Ich glaube, da vorne löst sich's. Oh, Alter, geisteskrank. Oh, die bremsen auch. Puh, sind die gut. 6. Gang. Alter, 6. Gang. Oh, wenn ich durchdrücke. Boah, das war schon schnell, das war schon schnell. Warte. Ich bin schon auf 150, was? Wenn die jetzt alle mal nach rechts fahren würden, dann hätten wir so einen schönen Tag. Ich gehe mal runter in den 4. Oh! Junge! Was? Jo. Du geht's. Boah! Alter, wie der schreit, wie der schreit. Oh, ja, geil, ey. Im Head-Up-Display sehe ich den den Schaltblitz. So, jetzt komm. Verhick dich. 4. Gang. Alter. Boah, drückt er da vorne. Was macht die A-Klasse da? Was macht der denn da? Hä? Da hier ist doch alles frei! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, jetzt bremst der auch noch, Junge. Und wieso fährt der wieder hier nach links? Da ist... Ey, schaut euch das mal an. Da vorne ist nichts. Der LKW ist 7 Kilometer weit weg und die A-Klasse... Der Sprinter, der gibt ihm jetzt. Der tötet ihn. Bro, der rammt ihn. Der hat gar keinen Bock mehr. Der muss arbeiten. Bauunternehmen. Der muss zur Baustelle. Baustellarzt. Der muss da durch. Macht doch mal Platz. Hier ist ein bisschen nass. Ich muss aufpassen. 6. Gang, 5. Gang mal runterschalten. Hier ist halt nass, Leute. Ich kann das nicht riskieren. Das Auto kostet über 100.000 Euro. Viel locker 200, Junge. Das war nicht gerade 200, aber war lockig flockig. Hier zum Abschluss nochmal. Unbegrenzt. Wir machen jetzt 0 auf 100 und geben dann Vollgas. Sportmodus ist an. Klappen sind auf. Alles ist auf. Hier nochmal auf Manuellmodus und los geht's. 3, 2, 1.